Ui, 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 da habe ich heute Nacht einmal zum Fenster rausgeschaut und dann habe ich mir gedacht, ui, ja, da schau her. Ja, sag einmal, jetzt ist auf einmal doch nochmal der Winter dahergekommen. Hat sauber hergeschneit. Ah, das muss ja eine ziemlich ungemütliche Anreise dann gewesen sein. Ja, so durchs verschneite Land, da bei der Nacht. Den weiten Weg vom Morgenland hierher. Da kann man nur hoffen, dass Ihnen ab und zu mal ein Lichtlein erschienen ist, dass Sie den Weg gut gefunden haben. Naja, Sie haben ja den Stern gehabt. Ja, und dann tatsächlich ein schöner, verschneiter Morgen. Und ich habe dann hinuntergeschaut zu meinem Krippel und festgestellt, aha, Sie sind gut angekommen in meiner schönen, schönen Krippe. Meine heiligen drei Könige, wunderbar eingekleidet. Das hat mir mal eine Dame aus unserer Pfarrei geschenkt. Echte orientalische Stoffe sind da verwendet worden. Und da sind sie, die drei, in aller Pracht zur Ehre Gottes. Ja, grüß Gott beieinander zu meinem Drei-Königs-Video. Also, Sie sind gut angekommen mit Kamel, großen Tross, da ganze Karawane, die drei Könige, Kaspar, Melchior und Balthasar. Ich habe auch einen Schwarzen dabei, hat man ja diskutiert, dürfen wir das oder dürfen wir. Der ist überhaupt nicht rassistisch oder irgendwie dargestellt. Das ist ein ganz würdiger Vertreter seines Kontinents. Es gibt da verschiedene Deutungen und Zuordnungen. Manche sagen, der Kaspar ist der Afrika repräsentiert. Andere sagen wieder andere. Melchior und Balthasar, das sind ja auch hebräische Namen. Gut, man kann da viel rumrätseln. In der Bibel heißt es, dass es Weise waren, gescheite Leute, Sterndeuter, Leute, die sich interessiert haben. Und auf das kommt es eigentlich an, sich interessieren für diese Welt. Und dann ist man gescheit und dann kann man auch alle annehmen. Und nur solche Leute bringen Frieden in unsere Zeit. Deswegen ist es auch heute so ein wichtiges Fest. Christus ist in unserer Welt erschienen als Friedenskönig. Ja, es gibt schöne Lieder und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Gerade über diese drei Könige. Anderes Video, das könnt ihr euch auch anschauen, hat das Lied "Was tut denn der Ochs im Krippei drin?" Und es gibt sehr schöne Sternsinger-Videos von unserem Verein. Frieden Christi und St. Martin, findet's auch alles im Internet. Die heiligen drei König sind hochgeboren, sie reiten daher mit den Stiefel und Sporen, sie reiten daher vor das fürstliche Haus, da schaut der Herodes beim Fenster heraus, da schaut der Herodes beim Fenster heraus. Kehrt's ein, ja, ihr Weisen drei, ich will euch gern geben an Hafer und Heu. Ich will euch gern setzen wohl an meinen Tisch, wenn's ihr mir geschwind sagt, wo des Christkindl ist, wenn ihr mir geschwind sagt, wo des Christkindl ist. Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist, das ist die hochheilig Dreifaltigkeit. Und wenn's uns was gibt's, so gibt's es uns beut. Wir müssen noch weiter heraus, sie so keut. Wir müssen noch weiter heraus, sie so keut. Ja, diesmal sind leider nicht so viele Sternsinger unterwegs, nur virtuell. Aber sie beten, sie singen, sie schreiben ihr Sprüchel an. CMB, Kaspar, Melchior und Balthasar, heißt aber eigentlich Christus,
segne dieses Haus. Das ist mein Wunsch für uns alle. CMB ist natürlich für mich auch ganz lustig, weil das in meinem Nachnamen drin ist, Cambensi. Aber wir wissen, wie gesagt, die drei heiligen Könige, CMB, Christus, Mansion in Benedicat. Sie stehen auch nicht nur für die drei Kontinente, man sagt, sie stehen auch für die drei Lebensalter. Der Kasper soll der Jüngste gewesen sein. Der trägt ja so eine altorientalische Schlumpfmütze. Und da ist dann tatsächlich in späterer Zeit der Kasperl draus geworden. Also es gibt da schon manchmal sehr, sehr eigenartige Legenden und Zusammenhänge. Und doch haben sie alle ihre Bedeutung. Für uns ist diese Bedeutung darin auch wichtig, wir wollen in eine gute Zeit gehen. Und deswegen ist der Heilig-Drei-Königstag auch der Zeit, so wo nach alter Heroldsart, weil die Leute haben ja damals kein iPhone oder keine Podcasts oder so ein Zeugs gehabt, sondern die waren auf den Herold angewiesen. Und daher kommt eben diese Tradition der Festankündigung an Epiphanie. Am heutigen Tag, liebe Brüder und Schwestern, ist die Herrlichkeit Christi erschienen. Sie wohnt unter uns, bis er wiederkommt und erhält unser ganzes Leben. Nach dem Fest seiner Geburt und seiner Erscheinung schauen wir aus nach der höchsten Feier des Tages, den drei Tagen seiner Kreuzigung, seiner Ruhe im Grabe und seiner Auferstehung von den Toten. Darum künde ich euch als erstes das Fest aller Feste an, den heiligen Ostertag am 4. April dieses Jahres, an dem wir in jubelnder Freude die Auferstehung unseres Herrn und Erlösers feiern. Damit auch wir mit ihm auferstehen, begehen wir vor Ostern die 40 Tage der Buße. Sie beginnen am 17. Februar dieses Jahres mit der Feier des Aschermittwochs. Nach dem Hochfest der Erlösung schenkt uns der Herr die 50 Tage der Osterzeit. Am 13. Mai das Fest seiner Himmelfahrt und am 23. Mai das hohe Pfingstfest, an dem der Heilige Geist herabkam auf seine Jünger. Und am 11. Juli wollen wir, so Gott will, unser Pfarrfest feiern. Die Kirche erwartet voll Hoffnung die glorreiche Wiederkunft Christi. Und sie beginnt am 27. November die Adventszeit und bereitet sich vor auf sein Kommen. Ihm gebührt alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ja, das ist ja schon wieder eine feierliche Geschichte, gell? Die Festankündigungen. Ich hoffe, ihr habt eure Wohnungen schon gesegnet. Wenn nicht, tut's es. Wir haben ja im Internet, glaube ich, auch ein bisschen Material bereitgestellt, wie man das daheim machen kann. Und ich mache jetzt auch ein bisschen Budenzauber. Ja, wir wollen mal schon wieder gescheit räuchern. Oh, da werden sie im Büro, da werden sie wieder schimpfen, weil es ja so stinkt da herin. Nein, es riecht gut. Das ist ja ganz auserlesener Weihrauch. Garmischer Orgelweihrauch, den haben sie nämlich damals selber zusammengestellt. Den habe ich noch von der Weltmeisterschaft vor etlichen Jahren. Da waren wir ja mit Kirche und Sport dabei. Ja, Myrrhe, das ist für Christus den Märtyrer, den Blutzeugen. Das sind ja die drei Aufgaben Christi: Zeugnis geben, sich für die Wahrheit einsetzen. Und Myrrhe erinnert ein bisschen auch an die Sterblichkeit. Christus ist für uns gestorben. Der Weihrauch erinnert an den Priester. Ja, Priester, der Heil bringen soll. Ja, und für das Heiligende zuständig ist. Und dann haben wir natürlich auch die Könige Gold gebracht. Das ist natürlich für den König, das bedeutet aber auch unsere Menschenwürde
aber auch ein bisschen die Verpflichtung, eben mit dieser Königswürde Diakone zu sein, das heißt dienstbereit ein bisschen für andere auch da zu sein. Das ist sehr geheimnisvoll, denn wir haben eigentlich durch die Taufe an diesen drei Gaben, Aufgaben Christi auch Anteil und dürfen das weitertragen. Ich schließe mit dem Lied Drei Könige vom Morgenland. Drei Könige vom Morgenland, durch einen Stern von Gott gesandt, sie zogen durch Jerusalem zum Stalle hin nach Bethlehem. O Glaubensstern, die Welt ist blind, o führ auch mich zum lieben Jesuskind. Herodes hemmt der Waisenlauf, kein Hof, kein König hält ihn auf. Sie eilten zu der Krippe hin und fanden dort das Jesuskind. O Glaubensstern, die Welt ist blind, o führ auch mich zum lieben Jesuskind. Maria soll gepriesen sein, sie zeigt auf das Jesuskindelein, dem Wanderer auf seiner Reis, dem Kinde sei Ehr und Preis. O Glaubensstern, die Welt ist blind, o führ auch mich zum lieben Jesuskind. Alles Gute und einen schönen Feiertag noch. Heilig Dreikönig, Christus segne euer Haus.